Heute geht's um die erste komplett schwule Serie in der ARD, All You Need. Yo, hallo, willkommen beim Saboteur. Wir wollen heute über Queerness im öffentlich-rechtlichen Fernsehen reden, Weltsensation. Und wer könnte das besser mit mir tun, darüber zu lästern, als Amy in ihrem 3-Euro-Fummel und Michi. Mein Gott, billiger geht's halt doch gar nicht. Wir sind billig, genauso billig wie die GZ. Nein, die ist ja gar nicht billig. Nee, ganz ehrlich. Aber was wurde denn draus gemacht? Wir wollen klären, dürfen Hetero-Cis-Männer schwule oder genderqueere Rollen spielen? Wie viel Klischee oder Wahrheit steckt wirklich in All You Need? Und wie findet ihr die Serie per se? Fangen wir doch damit vielleicht mal an. Ja, ich habe mal reingekickt. Ich bin ja immer wieder eingeschlafen. Oh, warum das denn? Hat ja irgendwie keine Spannung, ne? Also ich fand die erste war langweilig. Schlecht. Aber dann, finde ich, ging es eigentlich. Man ist dann warm geworden mit den Charakteren. Das Erste, was ich zu Tobi gesagt habe... Ja, die dann nochmal? Die Charakteren. aber das Erste, was ich zu Tobi gesagt habe, warum spielen deutsche Schauspieler so schlecht? So verdammt schlecht. Weil es deutsche Schauspieler sind. Das ist der Kritikpunkt. Oh je, je. So habt ihr vielleicht erstmal was Positives zu sagen? Sollen wir mit dem Guten haben? Oh, toll waren die Locations. Es war natürlich in Berlin. Das Schwutz war zu sehen. Sehr viel Glitzer, Drag und Fummel war zu sehen. Sogar der Boiler war zu sehen. Ja, sogar der Boiler. Euer zweites Wohnzimmer, ne? Wir haben uns direkt beim Gucken heimisch gefühlt. Ja. Oh. Ich war noch nie im Boiler. Nee? Aber die. Die ist da zu Hause. Ich habe eine Dauerkarte. Klunkerkranich haben wir gesehen, Tempelhofer Feld fällt mir noch ein. Ansonsten, ja, war schön, war sehr berlinig. Den Regenbogenkiez in Schöneberg haben wir auch noch gesehen. Die Lederwelt. Also alle typischen Klischeeläden, die man eigentlich so als Schwuler in Berlin besuchen kann. Aber ist doch toll. Ich finde, das hat so ein bisschen das schwule Leben in Berlin repräsentiert. Genau, und das war gut. Ja. Also das fand ich, das haben sie on point dargestellt. So das Rumgevögel, es ging ja, war ja sehr sexlastig. Beziehungsunfähigkeit. Ja, vieler Menschen. Es hieß ja von einem Artikel zum Beispiel, die Serie würde es schaffen, so ganz ohne Klischees mal Berlin zu zeigen. Was? Allerdings, einer ist irgendwie ein bisschen tuntiger, der irgendwie Fummel trägt und natürlich nur Sekt trinkt. Hallo. Einer ich war es leider nicht, aber trifft auch auf mich. Einer ist, der die ganze Zeit durch die Gegend vögelt. Ja, hallo. Mein aber Gott, da finden wir uns wieder. Oder? Ja. Vince heißt er ja, unser Hauptdarsteller. Vince. Ja. Wer? Vince. Okay. Der soll Medizinstudent sein. Man fragt sich die ganze Zeit, wie finanziert er sich sein Leben überhaupt. Aber was mich am meisten gestört hat, der kokst ja gar nicht. Oder nimmt irgendwelche anderen Drogen. Wie? Realistisch. Kein Poppers. Kein G. Ein bisschen Pop hast du. Ein bisschen rumnebeln. Ich finde, das war das schwule Leben in Berlin. Jeder hat zwar wieder gemeckert mit den ganzen Stereotypen, aber es ist doch nun mal so. Besser so eine Serie, und das war doch schon mal ein Anfang, als gar keine, denke ich mir immer. Und schafft das erstmal, wenigstens dort in der Mediathek gezeigt zu werden, und dann hoffentlich dann auch irgendwann mal im Abendprogramm, dass sich das auch die Oma reinziehen kann. Denn? Also waren die Kritiken tatsächlich negativ? Vielleicht kurz noch zum Abendprogramm. Ja. Tatsächlich wurde es ja auch im Abendprogramm ausgestrahlt, aber bei ARD One oder so, irgend so ein mega Nischen. Also das, was ja Kinder kickt. 23 Uhr, genau. 100.000 Zuschauer. Wow. Wow. Aber schon immerhin 1 Million Downloads. In der Mediathek. Ehrlich? An Views. Views in der Mediathek, genau. Also ja, da läuft es wohl ganz gut. Wie waren denn jetzt die Kritiken? Waren die eher... Die Kritiken, kann ich dir sagen, die waren komplett durchwachsen. Es reichte von queer as Schrott bis... Ja, das finde ich hart. Ist sie hier? Queer as Schrott. Mein 3-Euro-Kleidschrank, da schmeichel ich noch so richtig. Amy trägt nicht Kleider, um sich aufzuwerten, sondern die Kleider werden durch sie aufgewertet. Genau. So Gott, für 3 Euro Einnahmen, so plötzlich nach einmal tragen, Wert von $3.000. Zu kommentieren und nur rumzumeckern, naja, das repräsentiert dann auch quasi wieder die queere Community. Meckern. Aber es gab auch einen Kommentar zum Beispiel, für eine ARD-Produktion ist das richtig gut. Da muss ich wiederum sagen, Licht und Filmgefühl und Musik. Fand ich gut. Fand ich auch. Das war unterhaltsam. Obwohl mit der Musik habe ich auch gehört, dass es nicht gut war. Man hätte sich vor allem in der ersten Szene im Schwutz, im geliebten Schwutz, irgendwie eine andere Musik ausdenken können. Ich fand's toll. Ich stehe auf sowas. Ja, ich fand's auf Hot-Top-Musik. Absolut.
Absolut. Die Serie per se, wenn ihr jetzt Sterne vergeben müsstet, auf einer Skala von 1 bis 5, wie viel würdet ihr geben? 4? Ja, ich würde auch 4 geben, klar. Ah, krass. Ja, hast du weniger gegeben? Ja, so 2,5. Echt krass. Ehrlich, nur die Hälfte? Ja, also ich fand tatsächlich das Drehbuch und das Schauspiel wahnsinnig hölzern und anstrengend, deswegen... Ja, auch wenn es schön aussah und wenn es hölzern... Aber guck dir doch mal... Aber es hatte gar keine Tiefe. Guck dir mal Rote Rosamunde Pilcher an, da ist das genauso. Das würde ich ja nie gucken, da würde ich einen Stern geben. Aber das ist das ARD-Programm, so ja, ist das ARD. Aber es passt halt da, ich fand, das passte von vorne bis hinten, ist nett, war jetzt nicht Weltklasse, ein Oscar kriegt das von mir nicht. Die Goldene Himbeere, ist das dieses für den letzten Dreck? Okay, natürlich auch nicht. Mein Gott. Ich habe gehört, dass viele die Schauspieler nicht so gut fanden. Aber ich würde mal sagen, vielleicht war es ja auch der Regisseur. Vielleicht ist es einfach kein guter Schauspieler. War der Schnitt? Bitte? War der Regisseur? Der Regisseur ist gleichzeitig der Drehbuchautor, Benjamin Gutsche, und der ist auch schwul. Ah ja, dann wenigstens. Und der hat auch immer gesagt, ihm liegt sehr viel daran, das möglichst authentisch zu machen und realistisch. Aber warum haben denn da keine queeren... Aber warte mal, da haben ja keine queeren Menschen in den Hauptrollen gespielt, oder? Ja, das war doch eine der größten Kritikpunkte, dass die schwul waren. Das war das große Drama. Aber find mal einen schwul und aussehenden... Dazu hat er nämlich auch was gesagt. Nämlich, wenn ich als Autor und Regisseur eine erste queere, wirklich rein queere Serie in Deutschland sozusagen produziere und auch inszeniere und schreibe, dann habe ich natürlich den Anspruch, so authentisch wie möglich zu erzählen. Und grundsätzlich bin ich natürlich in diesen Casting-Prozess gegangen, nicht mit dem Ziel, die erste Frage, die ich dann den Schauspielern stelle und den Schauspielerinnen, wenn sie zu mir in den Castingraum kommen, sag mal, wie ist denn deine sexuelle Orientierung oder Identität? Aber Gegenargument wäre doch, dass jemand, der selbst dieser, ich sag's jetzt einfach mal, Randgruppe angehört, dieser Minderheit angehört und somit auch die Lebenswelt kennt, doch viel besser spielen könnte gegebenenfalls. Ja, nur als Gegenargument. Der müsste es ja nicht spielen. Aber macht es nicht einen guten Schauspieler aus, dass er alles spielen kann, ohne es selbst können zu müssen? Und es ist auch tatsächlich nicht so, dass wir gar keine queeren Schauspieler angefragt haben. Im Gegenteil, das haben wir auch getan. Aber auch da ist es so, und das zeigt, glaube ich, auch, dass selbst wir aus der Community natürlich jetzt nicht mit einer Stimme alle sprechen, dass wir natürlich auch Absagen grundsätzlich bekommen haben. Teilweise aus der Befürchtung letztendlich, dann auf queere Rollen festgelegt zu sein letztendlich und bloß noch queere Rollen spielen zu müssen in Zukunft. Und warum kriegen homosexuelle Schauspieler ganz oft gar keine Heten-Rollen? Das ist ein Und die Heten kriegen dann quasi die queere Rollen? Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dafür, dass es heterosexuelle Schauspieler waren, fand ich, haben sie es eigentlich gut gemacht. Schläge, Diskriminierung, Rassismus, da war ziemlich viel in diesen 5 Folgen drin. Findet ihr, das ist für ARD endlich auch mal an der Zeit, dass solche Themen mal da reinkommen ins Fernsehen? Das war höchste Eisenbahn. Mhm. Und ich finde, die haben, glaube ich, auch sehr viel Werbung dafür gemacht. Und ich glaube, ich hoffe, bei 1 Million Views, dass es dann auch mal Menschen erreicht, die vorher dahingehend vielleicht ein bisschen weniger aufgeklärt waren. Und ich finde, so eine Sendung schafft auch immer wieder Aufklärung. Also finde ich finde es super. Nun ja, also diese Folgen gehen ja auch gar nicht so lange, 25 Minuten oder so. Da muss man ja erstmal diese ganzen Thematiken erstmal irgendwie verpacken, um das alles zu zeigen. Ich meine, wer weiß, ob da noch eine zweite Staffel von kommt. Wollte ich gerade fragen. Ist schon bestellt. Ich bin dabei. Wir sind alle verse. Ja, irgendwie hat es ja jeder mit jedem gemacht. Und das, Spoiler Alert, ist ja auch am Ende der große Skandal. Ja, aber das ist doch auch in der realen Welt gang und gäbe. Echt? Fügst du im Freundeskreis rum? Nein. Ich glaube nein. Never fuck the company. Was? Ist ja wohl klar. Das glaube ich euch ja wohl nicht. Chrissy? Oh, schüttelt den Kopf. Vielleicht zum Abschluss noch, zweite Staffel steht schon fest. Was wünscht ihr euch, was anders, besser werden sollte? Na, ich weiß nicht, was wollen Sie jetzt für eine Geschichte erzählen? Ach, ich glaube, mehr lesbische Sichtbarkeit wäre toll. Ja, das stimmt. Und mich... in einer kleinen Nebenrolle. Was anderes kann ich ja nicht spielen. So eine Nebenrolle mit einem Satz, das kriege ich noch hin. Was wäre deine Rolle? Tür auf, Tür zu? Oder? Mutti? Tür auf, Tür zu? Baum? So wie die garstige Nachbarin. Könnten Sie sich bitte Rollläden besorgen? Ja, irgendwie sowas. Verkäuferin oder keine Ahnung. Oh, ich arbeite da irgendwo im Erotikmarkt. Hättest du die Kiezschlampe? Die Tickets in den Kiez verkaufen können. Ich bin die Kiezschlampe und ihr seid die Dorfmatratze. Also schaltet ein, wenn es wieder heißt All You Need. Und wenn ihr euch fragt, was dieser Titel heißt. Oh. Da können wir auch nochmal drüber reden. Aber warum? Warum All You Need? Warum All You Need? Hab ich auch nicht. Weil diese Serie ist alles, was wir brauchen. Ja, vielleicht. Ist vielleicht das, was wir brauchen zum ersten Schritt. Oder es war auch der erste Schritt, aber in die richtige Richtung. Ja. All you need is love, all you need is dicks, all you need is Gott, pinkes Licht. Damit habe ich ja nichts zu tun. So, Michael, dann moderier doch mal raus. Tschüss.
So, jetzt pack mal deinen Penis aus und halt ihn an die Kamera. In die Kamera. Nur deswegen bin ich hier. Mach doch jetzt mal aus hier und dann können wir darüber reden. Genau. Wir drehen jetzt All You Can. Ja, für OnlyFans gibt es dann die All You Can. All You Can. All You Can. All In Your Can.